Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Assassin's Creed 1. Wohlgemerkt. Assassin's Creed 1 als erster Teil ist. Ich würde sagen, wir machen jetzt dort weiter, wo wir quasi letztes Mal aufgehört haben, sondern wir machen erst einmal, würde ich sagen, den Gedächtnisabschnitt 2 nochmal, weil der war ziemlich, naja, schlecht, sage ich jetzt mal, finde ich dann doch, beim letzten Mal. Deswegen machen wir den einfach nochmal und gucken, dass wir möglichst alle guten Punkte oder alle wichtigen Punkte in diesem Gedächtnisdrang, sage ich jetzt mal, abarbeiten. Ne? Und außerdem, weil es halt zu lange her war, um noch ein bisschen einzuspielen. Genau, das wollen wir machen. Wir wollen uns einspielen. Wir sind ein eingespieltes Team, sozusagen. So, er ist fertig mit Laden. Hoffe ich zumindest, dass er fertig mit Laden, er speichert. Aber ich sah euch zustoßen, fühlte die Umarmung des Todes. Ihr saht, was ich euch sehen ließ. Und dann fielt ihr in den Schlaf der Toten, der Ungeborenen, auf das ihr erwachen würdet und wiedergeboren. Aber okay. Erinnert ihr euch, Altair, wofür die Assassinen kämpfen? Frieden in allen Dingen? Ja, in allen Dingen. Es ist nicht genug, die Gewalt in zwischen allen Dingen zu beenden. Es geht auch um den inneren Frieden. Das eine geht nicht ohne das andere. So sagt man. So ist ich komm dir näher. Ich mach dich kalt. Ah, nee, du bist ja mein Boss. Du bist mein Chef. Ich kann dich nicht kalt machen. Also nochmal als Auffrischung, sag ich mal, für diejenigen, die jetzt quasi hier. Naja, wie soll ich sagen? Schon wieder. Naja, die sich nicht mal daran erinnern können, sag ich jetzt mal. Die schon ein bisschen länger nicht mehr reingeschaut haben, sozusagen, die sich auch nicht auskennen. So einfach mal. Ich guck gerade, ob's einen Untertitel-Dings gibt. Sprache, bla bla bla. Helligkeit, Blut an, Animus, bla bla bla. Steuerung. Nö, gibt's nicht. Naja, okay. Nur halt ohne machen. Ob's vielleicht. Ich dachte, dass es vielleicht Untertitel gibt, aber es gibt's wahrscheinlich nicht. Gut, hat ja auch deutsche Synchro, von daher. Was soll nun aus mir werden? Ich sollte euch töten für das Leid, das ihr uns zugefügt habt. Malik hielte es für angemessen. Euer Leben für das seines Bruders. Aber es wäre eine Vergeudung meiner Zeit und eures Talents. Ihr werdet sehen, dass ihr eure Besitztümer verloren habt. Und euren Rang. Ihr seid ein Novize. Wieder ein Kind. So wie an dem Tag, an dem ihr unserem Orden beitratet. Ich biete euch Gelegenheit, euch reinzuwaschen. Und euch den Weg zurück in die Bruderschaft zu verdienen. Ihr habt schon etwas geplant? Zuerst müsst ihr beweisen, dass ihr euch erinnert, wie man Assassine wird. Sag mal, wie lange quatscht denn der? Also soll ich ein Leben nehmen? Alles schön und gut, dass du mir das mal alles erklären willst, aber trotzdem. Zunächst werdet ihr nur ein Schüler sein. Das ist nicht nötig. Ich weiß, dass ich als Assassine jetzt wieder ganz von vorne anfangen muss. Aber von heute an werdet ihr eure Beute selbst zur Strecke bringen. Wenn ihr das wünscht, das ist es. Dann sagt mir, was ich tun muss. Wir wurden betrogen. Jemand hat Robert de Sable geholfen. Einer von uns. Ihr müsst ihn finden und hierher bringen, um ihn zu verhören. Was könnt ihr über den Verräter sagen? Ah, das ist der Punkt. Mehr werde ich euch nicht sagen. Der Rest meine Fresse. Ja, okay. Auf jeden Fall. So ungefähr. Wir wurden degradiert, wurde uns gesagt. Genau. Auf jeden Fall, um nochmal ein bisschen darauf einzugehen, im Prolog, sage ich jetzt mal, oder in dem ersten Generationsstrang, Erinnerungsstrang haben wir quasi, sage ich jetzt mal, nicht ganz so gehandelt, wie es der Orden von uns verlangt, sozusagen. Deswegen wurden wir quasi
degradiert und wir sind jetzt quasi wieder ein ganz, ganz niederer Assassine. Sozusagen. Und jetzt müssen wir quasi uns wieder hocharbeiten, sozusagen. Wir haben alles verloren, was wir hatten. Wir müssen jetzt mit dem auskommen, was wir quasi noch haben. Friede sei mit euch, Altair. Ihr steht mir im Weg. Ja, Al-Mualem bat mich, euch zu helfen. Euch zu erinnern, wie wir unsere Beute machen. Ich weiß, wie es geht. Das mag sein, aber ich muss meinem Befehl folgen. Dann beeilt euch. Ja, wir haben viele Fertigkeiten zur Wahl. Ja, ja. Wir können lauschen, stehlen oder Gewalt einsetzen, um einzuschüchtern. Ihr erinnert euch. Dann mische ich mich unter das Volk und sehe, was... Laber nicht. Ja, beginnt auf dem Marktplatz des Dorfes. Dort haben wir den Verräter zuerst entdeckt. Ihr wisst, wer es ist? Mag sein. Gebt mir einen Namen und bringen wir es hinter uns. So funktioniert das nicht. Geht. Und denkt daran, auf dem Marktplatz des Dorfes zu beginnen. Na dann, wollen wir mal losgehen. Dann wollen wir mal... Na, bitte, lass das. So... Nein, du sollst die Leiter runterklettern, bitte. So. Wir machen das Ganze einfach ruhiger. Wie gesagt, die Partlänge ist inzwischen mir relativ egal. Und wenn es halt ein bisschen länger dauert. Hoppa. Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Ich bin nur hier runtergeklettert. Was ist überhaupt für einer? Oh! Du gehörst mir! Das wollte ich nicht. Geh mich nicht auf! Hier! Er ist hier. Aua, das wollte ich doch nicht, es tut mir leid! Ihr könnt nicht entkommen! Ich hab dich aus Versehen geschubst! Aua! Ist ja gut! Hör auf! Hau mich nicht! Hilfe! Hilfe! Das war doch nicht so gemeint! Au! Das fängt ja schon wieder gut an. Komm! Los, komm! Töte mich genau, danke! Wollte ich es mal ruhig angehen lassen, dann fängt das schon so an. Meine Fresse! Ist ja gut, Mensch! Ja, ich weiß, komm. Lass mich durch. Gehen wir mal den klassischen Weg. Gehen wir halt den klassischen Weg. Moin! Ach stimmt, ich kann den auch gar nicht mit meinem versteckten Klinge angreifen, weil ich gar keine mehr habe. Ich habe nämlich nichts mehr, ich habe nur noch die Fäuste. Ich kann mich nur noch mit Fäusten wehren. Ah, hier ist was Schönes, das will ich haben. So. Wo, was machst denn du? Junge? Reißen sie sich zusammen? Nein. Wag's dir. Bup. Zack. Hoppa. Wo? Komm, macht runter. Au. Lass mich durch.
lassen Sie mich durch. Ich muss. Ich bin Arzt, lassen Sie mich durch, was? Nee, lass mal. Ja. Folgst du mir etwa? Nö. Jetzt sie auf die Bank. Warte. Ich setze mich auf eine Bank. Da hinten. Jetzt. Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah, aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich deucht, er enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Okay. Den Korb vielleicht erfinden, ne? So. Da wollen wir nach dem Korbflechter suchen. Korbflechter. Da ist er. Schönen guten Tag. Kann ich den jetzt einfach so schlagen, ohne dass es irgendwelche Probleme gibt? Oder warte mal. Ich setze mich erstmal einfach hier hin. Nee, stimmt ja. Ich muss den ja ausrauben. Musste aber erstmal mit der Dame da aufhören zu faseln. Ich gehe mal ein Stückchen weiter weg. So ein komischer Kauz. Ja, ich bin schon ein komischer Kauz. Das Problem ist, ich kann nicht einfach Taschendiebstahl machen, wenn er da rumsteht mit der. Na. Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ah, jetzt funktioniert's. Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. Nein, bitte. Hallo, du sollst... Scheiße. Oh, seltsam. So etwas habe ich nie.
Oh, das funktioniert. Gut, das haben wir letztes Mal alles schon gemacht. Das ist alles. Na, lass mich in Ruhe. Das ist alles kein Problem. Na komm schon, lass mich hier durch. Jetzt müssen wir jemanden aufs Maul hauen. Ist leider, finde ich, das große Problem von Assassin's Creed 1. Die Missionsvielfalt. Mal dazu sagen, alle Missionen sind irgendwo gleich. Hier jemand beklauen, dort ein paar Bürger beschützen, dort jemand aufs Maul hauen, um irgendwelche Informationen zu kriegen. Ist leider so ein bisschen wenig bestückt, missionstechnisch. Aber so trotz all dem ein recht solides Game, finde ich. Ich bin kein Verräter. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrügt. Ihr werdet es sehen. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt, einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen. Okay, dann folge dem Despoten. Abgelegt und schlage ihn, um ihn zum Reden zu bringen. Ja, das machen wir gleich mal. Ich habe ihn noch im Visier, okay. Das ist noch recht einfach hier. Na komm. Ja. Ey! Au! Au! Scheiße! Gibt's doch nicht! Der hat mich jetzt verprügelt! Das gibt's doch nicht! Was ist denn los? Alter, wie schlecht spiele ich ihn heute! Schlimm ist das. Alter. Wie schlecht ich einfach mal wieder spiele. Das geht ja mal gar nicht. Ein Verräter? Ich bin kein Verräter. Al-Mualim ist derjenige, der uns betrügt. Der heutige Angriff war nur. Ja, das weiß, das ist schon mal gelauert. Bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen. So schlecht. Oh meine Fresse, es ist schon nicht mehr schön so schlecht, wie ich spiele. Geht's aus dem Weg. Das kann doch nicht sein, dass ich mich von so jemandem verprügeln lasse. Der hat mich noch nie besiegt. Also, der hat mich noch nie so weit verprügelt, dass ich die Mission nicht geschafft habe. Noch nie hier. Meine Fresse. Jetzt aber. So. Au. So. Mensch! Halt die Schnauze! Jetzt hab ich dich! Ich beuge mich! Dann sprecht geschwind! Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal, er hat mir von ihren Plänen erzählt. Bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt.
Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualem wird richten. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Wunderbar. Nach 20 Minuten endlich meinen ersten. Und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen. Dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Ihr habt euch bewährt, Alter ihr. Und erneut das Recht darauf, meine Klinge zu tragen. Yeah! Die Klinge. Aus dem, der ihm geholfen hat. Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Oh mein Kind. Wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilsstifter, Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden. Sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. 9 Leben im Tausch okay. Meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut, reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen, er hat euch viel zu bieten. Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Hedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Okay. Da wissen wir jetzt zumindest mal, was wir im ganzen Spiel zu tun haben. Wir müssen quasi 9 Leute töten, damit wir quasi am Leben bleiben, sozusagen. Also quasi, wie man es bereits gesagt hat, 9 Leben Tausch gegen meins oder so ähnlich, genau. In anderen Worten, na gut, das sind halt 9 Leben, die halt quasi irgendwie mehr, die nicht wirklich Gutes im Schilde führen, sozusagen. Also von daher wird es schon irgendwie seine Richtigkeit haben. Alter, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Na gut, machen wir es einfach mal. Halt. Das wollte ich machen. Komm. Jetzt. So. Und so, meine Schüler, jetzt sollte ein Mann kämpfen. Sehr schön. Haben wir die Übung noch ganz gut erledigt. Nee, jetzt wollen wir erstmal nichts machen.
Tutorial beenden. Ja, wir wollen jetzt unsere Mission weiterführen. Es braucht Zeit, eine neue Klinge zu ziehen. Stellt sicher, dass euer erster Angriff der letzte ist. Das stimmt. Lassen Sie mich durch. Lassen Sie mich durch. Die versteckte Klinge erstmal ausrüsten. Man weiß ja nie, wann man sie braucht. Sprinten! So. Ich würde sagen, wir begeben uns halt gleich mal auf die erste Mission. Damaskus, oder so ähnlich wie das heißt. Und dann wollen wir mal unser erstes Opfer finden. Sozusagen. Dum, dum. So, was ist mein Pferd? Das hier. Komm schon. Yeah, los geht's. Wir haben eine weite Reise vor uns. Wow. Hoppa. Das kann halt nur seine Zeit dauern jetzt. Yeah. Drup, 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 drup. Hui. Mit der Ruhe. Vielleicht kann ich auch Schnellreise machen, aber ich glaube, das geht nicht. Schnellreise wäre eigentlich was Schönes gewesen. Das hätte mir einiges erspart. Ja, ist okay. Gut zu wissen. So, dann mal gucken. Was wollte ich jetzt machen? Genau, die Karte. Aussichtspunkt. Na gut. Dort wollen wir hin. Ne? Wo sind wir denn eigentlich jetzt? Hier sind wir. Sitzen so. Hoppala. Zack. Gucken, ob ich rumgehen kann, ohne dass mir irgendwas passiert. Ich möchte halt ungern die Aufmerksamkeit der Gegner auf mich lenken. Ich bin ja Assassin, also muss ich still und heimlich bleiben. Hoppa. So, auch wenn der Aussichtspunkt eigentlich gar nichts mehr bringt, weil ich den schon mal gemacht habe, aber ist ja relativ egal. Wenn er mir noch angezeigt wird, dann mache ich den auch noch. Zack. Hoppa. So, synchronisieren. So.
Todessprung. Na. Komm schon. Jetzt. Ah, okay, wunderbar. Oh. Ja, ja, der Karte anzeigen, das weiß ich bereits. So, wo ist mein Pferdchen? Hallo? Ach, jetzt, du bist hier. Komm her. So, sehen wir, ob ich ganz normal vorbeilaufen kann, ohne dass ich Probleme kriege. Damaskus. Meine, was ist das weit weg? Da wäre der nächste Turm. Hier lang. Turm hier draußen sind mir erstmal relativ egal. So, ich möchte erstmal einfach an unser Ziel. Ruhig, 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 ruhig. Wir wollen keine unschuldigen Bürger umrennen. So wollen wir nicht. Ist ja gut. Ich will mich jetzt nicht mit Leuten hier draußen anlegen. Warte. Spielermarkierung. Doch, lasst mich entkommen. Ich hab nichts getan. Sehr schön. Wow. Wir sind doch wunderbar am Ziel angekommen. Den ganzen Gang muss ich jetzt hier folgen. Und dann muss ich erstmal hier hin. Komm, lass mich doch in Ruhe. Ich habe niemandem irgendwas getan. Also lasst mich hier in Ruhe mein Zeug machen. Wo reite ich jetzt überhaupt lang? Ach doch, ich reite schon richtig, okay. Reite einfach die Richtung weiter, komm. Ja, up. Okay. Wunderbar. Sollte eigentlich funktionieren. Ich bin erstmal. Ich gehe erstmal an den Aussichtspunkt hier. Da hinten. Zack. Oh. Ui, hier wieder Ruhe. Ist drüben jemand?
Komm schon, das kriegen wir hin, ohne Probleme zu machen. Komm, hoch hier. Hoch hier. Zack. Zack. Yeah. Dumm. Dumm, dumm. Oh. Bisschen mehr drüber. Jetzt aber. So, synchronisieren wollen wir das Ganze einfach mal. Sechs von zwölf, also die Hälfte haben wir schon. Hier draußen außerhalb von den ganzen Städten. Das ist schön. Würde ich mal sagen, springen wir an den Heuhaufen. Die versteckte Klinge zerren und uns hier dem hier widmen. Templer Nummer 1 von 60. So, Pferdchen, jetzt können wir weitermachen. Jetzt können wir weiter. Wir müssen nämlich jetzt hier hin. Ach, die Fahnen interessieren uns jetzt nicht. Das sind Nebenaufgaben. Die Nebenaufgaben interessieren uns nicht. Los geht's nach Damaskus. Ah ja. Bevor sie sich ihrem Ziel annehmen. Gut, das ist richtig. So eine Mission kann sich ganz schön strecken, muss man schon sagen. Man weiß ja nie, wie lange so eine Mission dauert. Ich werde aber auch gleich jetzt mal einen Cut machen, weil wir sind schon fast bei 40 Minuten. So, dann wollen wir mal gucken. Na, nicht. Das wird schon normal rennen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Erst einmal müssen wir... Sie werden beobachtet, bla bla. Ja, ja, alles gut. Ist ja okay. Wir machen das schon. Oder ich mache das schon. Damaskus, yeah. Ich würde sagen, hier mache ich jetzt erstmal den Cut. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.